Hallihallo, Hallöchen. Heute spielen wir mal wieder SnowRunner. Sind auf der Karte Duncan Bay und wollen den Generator, was der zweite Lastwagen hinten dran hat, hier hinbringen zum Kraftwerk, um da wieder Strom zu haben. So, wir starten das Ding mal. Ich habe schon ein bisschen. So, ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet. Wir sind schon bis hierher gekommen. Den anderen Lastwagen, den habe ich da mal gefunden. Und jetzt versuche ich den Lastwagen und den Generator quasi beides mitzunehmen und zum Ziel, also den Lastwagen, der kommt dann nachher natürlich in meine Werkstatt, den bauen wir ein bisschen um und der Rest, Generator, da werden wir dann nachher schon wieder Strom erzeugen können. Man braucht eigentlich, klingt zwar komisch, um ein Kraftwerk wieder ans Netz zu bringen, braucht man erstmal Strom, um eigentlich überhaupt Strom zu erzeugen, damit man erstmal ein Magnetfeld aufbauen kann, damit es wieder nachher funktioniert oder so. Oh, Vorsicht, Steine. So, wir haben unterwegs Treibstoff gefunden, konnten da jetzt nochmal auftanken und haben da den sibirischen Tiger. Der kommt fast überall durch, aber ich habe ein bisschen geschunden, er ist ein bisschen kaputt gegangen. So, der Regen kommt uns gerade nicht gelegen. Regen ist immer schlecht, dann weicht hier der ganze Matsch nochmal auf. Genau das. Und das Schlimmste hier sind eigentlich die Wurzeln, da bleiben wir immer so schön dran hängen. So. Jetzt kommt da noch mal ein schwieriges Stück. Wir haben zwischendurch noch einen Beobachtungsturmposten freigeschalten und können jetzt eigentlich auf der Karte schon recht viel sehen. Der andere Turm war da oben. Wir sind eigentlich von da hinten durchgekommen. Den LKW habe ich irgendwo hier gefunden. Und da habe ich noch ein Update und hier oben steht noch mein Fahrzeug, aber ich weiß nicht, ob es bis dahin schafft. Also wir sind eigentlich dran. Und mittlerweile gibt es natürlich schon wieder eine neue Karte und so weiter. Da war ich jetzt noch nicht schauen. Wir tun einfach da spielen, wo es uns gerade Spaß macht. So, und dann sind noch so Fragen mal gekommen. Damit es die Mods nicht runterlädt. Ich werde noch ein Video machen, woran es liegen könnte, damit es die Mods nicht runterlädt. Dasselbe Problem habe ich auch gehabt, konnte es aber jetzt wieder beheben. Habe mich einfach bei den Mods ausgeloggt, weil da braucht man ja eine E-Mail-Adresse, damit man überhaupt welche runterladen kann. Und wieder nachher eingeloggt, dann habe ich aufs E-Mail nachher einen Code bekommen, konnte den eingeben und siehe da, ich war wieder verbunden und konnte nachher Mods runterladen. Ich weiß aber nicht, ob es bloß das Problem war, weil ich hier von der PlayStation 4 auf die PlayStation 5 gewechselt habe
So, jetzt muss ich mal gucken, ich muss doch da runter. Genau. Mal gucken, wir müssen schon darüber, genau, über die Brücke rüber. So, aber jetzt halt mal. Jetzt können wir das eigentlich so machen. Wir könnten den da. Mal parken, weil jetzt sollte der andere das alleine schaffen. Gucken wir mal. Wir fahren noch geradeaus weiter. So, und ich habe das Gefühl, damit das Update, was es da gibt, für den hier eigentlich nachher ist, damit ich da noch ein anderes Getriebe und so weiter einbauen kann. Ein schöner alter amerikanischer Lastwagen. Der Motor klingt auf jeden Fall sehr kräftig. So, okay. So, den Auftrag haben wir erledigt. So, und ich glaube, das muss alles da oben hin. Da weiß ich noch nicht, ob ich das machen will. So, ich würde aber sagen, wir werden jetzt den hier. So können wir nämlich nicht brauchen. Und hier sowieso nicht. Aber wir sagen doch, wir werden den mal bergen. Genau. Dann haben wir den nämlich in der Werkstatt. Und jetzt gucken wir mal. Individualisieren. Motor. Nicht freigeschalten. Getriebe. Fein abgestimmt ist. Können wir schon mal einbauen. Gut. Federung. Erhöhen. Ja, nein, ich glaube, das lassen wir so. Reifen. Da können wir auf jeden Fall was anderes drauf machen. So, Gelände. Offroad. Ketten. Hinten. Ketten vorne. Reifen. Winde.
Hochleistungswinde natürlich. So. Differential. Oh, das noch gesperrt. Ersatzrad. Brauchen wir. Jawohl, so wie ich fahre, brauchen wir definitiv ein Ersatzrad. So, dann brauchen wir da noch einen ordentlichen Schnorchel. Jawohl. Allrad ist auch gesperrt. Und Rahmen. Da können wir uns jetzt natürlich austoben. Da würde ich jetzt noch gar nichts drauf machen. Da sind die anderen, was da noch in der Garage stehen. Ich würde aber erstmal hier noch zu dem wechseln. Und das sieht nämlich schon fast so aus, als ob ich... So, ich muss mal hier... Ich habe irgendwie... Ist mit der Kamera ein bisschen komisch. Ich habe das Gefühl, als ob ich gleich umkippe. Deswegen haben wir mal noch die Winde dran gemacht. Das ist immer gut mit der Winde. Seht ihr? Das ist genau mein Problem. Damit ich hier fast umkippe. Und ich komme... So, ich muss langsam fahren. Der ist natürlich viel zu kopflastig mit dem ganzen Zeug da oben dran. Puh. Sehr schwierig. So, wir machen mal eins. Hier, wir werden mal nachtanken. Und vom Dachgepäckträger. So, dann wird es vielleicht oben schon mal ein bisschen leichter. Und wir wollen natürlich das Update haben. Ich habe das Gefühl, damit das Update... irgendwas mit dem LKW zu tun hat, den ich jetzt da zu stehen habe. Puh, bloß nicht abrutschen hier. Kann ich nirgendwo die Winde befestigen.
Die Schlammreifen haben wir drauf, da sollten wir eigentlich hochkommen. Kommen wir auch. So, wo ist denn jetzt das Update? Das ist ja verrückt. Boah, das ist ja noch ewig weit. Okay, das ist gegangen. Weiter, weiter, weiter. So, die Nebengeräusche sind von Hund, der pennt hier im Auto. Oh. Nicht damit ich Nebenluft ziehe hier, das ist der Hund. Oh, komm schön. Ah, die Grafik ist schon geil. Jetzt wird es langsam dunkel hier. Alle Scheinwerfer an hier, aber wir schaffen es kaum. Jetzt kommt noch so schlüpfriger Fels, so glatter, da kommen wir dann meistens, rutschen wir da mit unseren Reifen bloß drüber. So, wir müssen das Update holen. Es ist nicht mehr so weit, wir schaffen es. Ich glaube, das ist genau der Track.
Wenn wir jetzt wieder in die Werkstatt gehen. Aha, so geht's natürlich nicht. Ich bleib mal kurz hier stehen. Puh, wo geht's denn da noch? Okay, wir lassen den mal hier parken. Wir gehen in die Werkstatt. Werkstatt. So, individualisieren. Okay, das ist nicht für den. Das kann ich für den. Das ist für irgendeinen Mac. Aber wir können nämlich mal gucken, was nämlich noch im Lager ist. Und da habe ich nämlich so ein Monster zu stehen. Wo ist er denn jetzt hin? Einsetzen. Okay, das ist irgendwas komisch. So, jetzt haben wir das schon mal ein anderes Schaltgetriebe. Sonst haben wir da weiter noch nichts. So, den lasse ich mal da stehen und den werde ich mal wieder abstellen. Und dann versuche ich mal. Der bleibt einfach da im Lager drin. Warum auch immer. Okay, egal. Wir tun jetzt mal hier oben weitermachen. So, da haben wir nämlich auch noch einzustehen. Und da werden wir hier oben noch ein bisschen rumfahren. Aber ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.